Kajakfahren ist für mich mehr als ein Sport. Kajakfahren ist meine große Leidenschaft. Wenn ich im Kajak sitze, dann vergesse ich eigentlich alles drumherum. Häufig sehen wir Gegenden in der Welt, die eigentlich noch nie zuvor jemand gesehen hat. Wenn ich Kajak fahre, dann lebe ich und die Zeit dazwischen dient eigentlich als Vorbereitung zum Leben. Ich bin Jared Meehan, 27 Jahre alt, aus Neuseeland. Ich bin Kajaker, Fotograf und Filmer und ein Mitglied des Sickline Kajak Teams. Mit unseren Kajaks reisen wir um die Welt. Ich bin Olaf Obsommer, 39 Jahre alt, aus Deutschland. Mit meiner Kamera dokumentiere ich die Abenteuer des Sickline Teams. Ich habe im Alter von 13 Jahren auf der Highschool mit dem Kajakfahren begonnen und es gab eigentlich keinen bestimmten Zeitpunkt, an dem ich beschloss, mein ganzes Leben danach auszurichten. Es war eher eine natürliche Entwicklung. Wenn man sowas gerne macht, dann treibt man es voran, will sich verbessern und sein persönliches Maximum erreichen. Das Beste an meinem Sport sind eigentlich die Reisen. Ich darf ziemlich einzigartige Orte rund um den Globus besuchen und sehe sie aus einer ganz anderen Perspektive, die einem normalen Reisenden vorenthalten bleibt. Ich bin aufgewachsen in einer Kajakfamilie. Meine Eltern waren leidenschaftliche Kajakfahrer und haben mir diese Leidenschaft vererbt. Bin quasi im Kajak geboren worden. Ich lebe meinen Traum, das ist Kajakfahren. Und dieser Traum ist sehr real geworden und mittlerweile zu meinem Beruf. Anfangs war ich sehr fokussiert auf das reine sportliche Kajakfahren, Adrenalin und extremste Schwierigkeiten zu meistern. Mittlerweile ist das Kajakfahren für mich Arbeit. Es hat sich ein bisschen verlagert von dem Sportlichen. Ich agiere ja hauptsächlich als Kameramann und kann mich gar nicht mehr auch so konzentrieren auf das extreme Wildwasser. Als Flussgott bezeichnen Kajaker den perfekten Wildfluss mit sauberen Linien, eingebettet in überwältigende Landschaft. Auf der Suche nach diesen Flussgöttern bereist das Adidas Sickline Team die Welt. Eines seiner beeindruckendsten Reisen führt das Team nach Grönland, die Geburtsstätte des Kajaksports. Auf der Suche nach dem perfekten Strom, der umgeben ist von atemberaubender Natur, dessen Wildwasser spektakulär und herausfordernd ist und gleichzeitig Spaß macht, weil sich die Gefahren in Grenzen halten, erkundet das Sickline-Team die Arktis. Unser Kajakabenteuer in Grönland war der Höhepunkt in meinem Kajakleben bis jetzt eigentlich. Der Ursprung des Kajakfahrens liegt in Grönland. Dort haben vor ca. 4000 Jahren die Inuits das Kajak erfunden. Damals nicht, um sich zu amüsieren oder als Sportgerät, sondern zum Jagen oder als Transportmittel. In Grönland wird die Tradition des Kajakfahrens noch sehr gepflegt. Es gibt dort die grönländischen Kajakmeisterschaften. Das ist ein sehr traditioneller Wettkampf mit verschiedenen Disziplinen. Der Höhepunkt ist bestimmt die grönländische Eskimo-Tiermeisterschaft. Dort müssen die Athleten möglichst viele verschiedene Techniken der Eskimo-Rolle präsentieren. Und es gibt ungefähr 30 Techniken. Wir waren insgesamt 4 Wochen in Grönland. Wir hatten also genug Zeit neben unseren Flussbefahrungen, um ein paar Einheimische kennenzulernen, sich in ihrem Dorf etwas umzusehen und gemeinsam mit ihnen zu essen.
das größte Problem in Grönland für uns war, überhaupt erstmal zu den Wildflüssen hinzukommen. Deswegen haben wir uns entschieden, dort mit Motorbooten die Strecken zurückzulegen. Haben halt Fischer oder Jäger angesprochen, ob sie uns nicht dann in das jeweilige Fjord reinbringen könnten, wo der Fluss halt reinmündet. Eines der Hindernisse, mit denen wir in Grönland konfrontiert wurden, war, dass wir auf dem Weg durch den Fjord zu einem unserer Flüsse, den wir paddeln wollten, mit unserem Boot im Packeis stecken geblieben sind. Wir mussten 3 Tage lang dort ausharren, und das war für sich allein schon ein Abenteuer. Wir haben zwar versucht, unser Boot über die Eisschollen zu ziehen, aber feststellen müssen, dass wir uns nicht wirklich von der Stelle bewegen. Also haben wir unsere Zelte aufgeschlagen und ein paar Tage gewartet, bis Hilfe kam, was leider etwas länger gedauert hat, als wir uns das gewünscht hätten. Wir haben insgesamt 3 Tage auf dem Packeis verbracht und an den ersten beiden Tagen dort draußen war das Wetter furchtbar. Es hat geregnet und geschneit. Doch am 3. Morgen wachten wir auf und es war wunderschön draußen. Die Sonne schien, es war absolut windstill und einfach nur dort zu sitzen, herumzuschauen und diese kalte, klare Luft einzuatmen, das war ein ziemlich emotionaler Moment für mich. Eine ganz besondere Erfahrung. Nach 3 Tagen naht schließlich Hilfe. Ein kleines Fischerboot schafft es, sich einen Weg durch das Packeis zu bahnen und die Kajaker zu ihrem Ziel zu bringen. Das Kajak ist für uns dann nicht nur ein Sportgerät, sondern auch gleichzeitig ein Rucksack oder ein Transportmittel, in dem wir dann unsere ganze Ausrüstung transportieren. In Grönland zum Beispiel hatten wir die komplette Ausrüstung für diese geplanten 10 Tage in der Wildnis im Kajak verstaut, plus der Kameraausrüstung. Unterm Strich kommen dann schnell mal 40 bis 50 Kilo zusammen, die wir durch die Gegend tragen. Es war wirklich schwierig, zum Fluss zu gelangen. Ich meine, wir sind 3 Tage gelaufen und haben davor rund 3 Tage mit dem Boot gebraucht, um den Punkt, ab dem wir loslaufen konnten, zu erreichen. Die Landschaft war wunderschön und es hat uns Spaß gemacht, keine Frage. Doch es war harte Arbeit. Und ich glaube, der Preis, den wir dafür bezahlt haben und die Mühen, die wir in Kauf genommen haben, machten das Kajakfahren dort einfach so viel besser. Auf solchen Expeditionen ist die Verpflegung meistens gefriergetrocknete Nahrung. Das heißt, man hat einen Aluminiumbeutel, den man aufschneidet, heiß Wasser reinkippt und los geht der Gourmet-Spaß. Aber wir freuen uns natürlich auch, wenn wir andere Nahrungsmittel erschließen können. Und in Grönland war das zum Beispiel Angeln. Das Angeln war eine tolle Zugabe in Grönland. Ich habe schon immer gerne geangelt und den Fisch aus den Flüssen, die wir gepaddelt sind, so leicht herauszuziehen, war echt genial. Wir haben wirklich viel frischen Fisch gegessen, denn es war eine willkommene Abwechslung zu unserem Trockenfutter. Man hatte uns schon vor den Moskitos gewarnt, bevor wir nach Grönland reisten, aber nichts kann einen auf diese Masse an Moskitos vorbereiten, die uns dort erwartet hat. Es war verrückt und frustrierend, denn die waren einfach überall. Wir trugen zwar alle Moskitohüte, aber die Viecher sind einfach unten reingekommen. Es war ziemlich nervig. Die nächste Reise führt das Sickline-Team in weitaus wärmere Gefilde. Nach Südostasien, auf die indonesische Insel Sumatra, die 6. größte Insel der Welt.
In Sumatra we were lucky enough to visit some of the beautiful beaches there. Auf Sumatra hatten wir das Glück, ein paar wunderschöne Strände zu besuchen und dort auch etwas zu surfen. Wir hatten zwar nur unsere Wildwasser-Kajaks dabei und die waren nicht optimal für die Brandung geeignet, aber wir haben es trotzdem versucht und es war eine willkommene Abwechslung zu den Wildflüssen im Inland. Ich war schon zweimal vor unserer Reise auf Sumatra und wusste daher, dass es sich um eine gute Kajak-Destination handelt. Bei diesem Trip mit Olaf und ein paar unserer Teammitglieder kamen wir zum Ende der Regenzeit dort an. Sie dauerte etwas länger als sonst und so waren die Flüsse sehr hoch. Einige waren sogar extrem wuchtig. In Sumatra war auch ein großes Problem, zu den Flüssen hinzukommen. Und so haben wir allerhand interessante Transportmittel dafür nutzen können. In Sachen Transport müssen wir halt nehmen, was kommt. Manchmal sitzen wir auf der Ladefläche eines Trucks, manchmal reisen wir per Motorrad oder Boot, je nachdem, was wir auftreiben können und was gerade funktioniert. Da wir sehr häufig in abgelegene Länder reisen und an Orte, an die sich sonst kein Tourist verirrt, sind die Einheimischen uns gegenüber ziemlich aufgeschlossen. Sie wollen wissen, wer wir sind, was wir dort machen. Und das hilft uns natürlich sehr, wenn wir diese Länder bereisen. Denn die Einheimischen reichen uns eigentlich immer eine helfende Hand und wenden sich nie sofort von uns ab. Sumatra war für uns auch gleichzeitig wie ein Besuch im Zoo. Dort konnten wir diverse Tiere sehen, die man bei uns halt wirklich nur im Zoo sich anschauen kann. Orang-Utans, Schlangen. Als wir die verschiedenen Flüsse in Sumatra gepaddelt sind, mussten wir oft das Kajak verlassen und durch den Dschungel laufen. Und das war schon etwas unheimlich, denn wir waren dort wirklich im tiefsten Dschungel unterwegs und wussten, dass es um uns herum Schlangen, Krabbelfiecher und alle möglichen Tiere gab, von denen wir zwar gehört hatten, aber nicht wussten, wie gefährlich sie wirklich waren. In Sumatra hatten wir das Glück, einen sogenannten Rivergott, Flussgott zu finden. Das war der Asahan, der Ausfluss vom Lake Toba, dem größten Vulkansee der Welt. Und das war einfach ein einzigartiges Wildwasser, das keiner von uns auch vorher jemals irgendwo in dieser Form erlebt hat. Für mich war das Paddeln in Sumatra auf dem Asahan schon eine gewisse Vollkommenheit, so vom Gefühl her. Es war einfach eine überwältigende Freude, Spaß an den Wassermassen, dann der Urwald um einen drumherum. Und diese ganzen Reize und Eindrücke haben das Ganze natürlich so, zu einem so schönen Erlebnis gemacht für uns. Von Südostasien nach Südamerika. In Chile, westlich der Anden, wollen die Extremkajaker meterhohe Wasserfälle bezwingen. All of
Jede unserer Reisen ist anders. Manchmal fahren wir in Länder, in denen wir eine riesige Expedition unternehmen müssen, nur um einen Fluss zu erreichen. Und manchmal bereisen wir auch Länder, in denen die Logistik passt und wo wir mit dem Auto bis an die Flüsse heranfahren können. Für uns Kajakfahrer ist Chile das Königreich der Wasserfälle. Grund ist, es ist sehr leicht zu konsumieren. Es gibt eine gute Infrastruktur, es gibt Straßen, es gibt Krankenhäuser, es gibt eine Bergrettung. Und daher reist man nach Chile, um sein persönliches Limit auszuloten. Für einen unbeteiligten Betrachter schaut Kajakfahren ja echt ziemlich verrückt aus, als wenn wir alle lebensmüde wären. Aber wir Kajakfahrer reden schon vom kalkulierten Risiko. Das heißt, es wird genau geplant und angeschaut, wie man einen Wasserfall befahren möchte. In den Bergen der Islamischen Republik Pakistan, dem sechstbevölkerungsreichsten Staat der Erde, stellen sich die Extremkajaker einer ganz besonderen Herausforderung. Natürlich erforschen wir gerne neue Gegenden. Und was uns Spaß macht, ist gleichzeitig interessant für andere. In unseren Filmen möchten wir den Leuten immer etwas Neues zeigen. Das erwarten sie auch von uns. Es gibt in der Welt eigentlich nur ganz wenige große Wildflüsse, die noch nicht mit dem Kajak bezwungen worden sind. Und einer davon ist der Indus in Pakistan, und zwar die Rondo-Schlucht. Dort hatten sich schon einige Expeditionen vorher versucht. Dann sind wir halt aufgebrochen nach Pakistan, um die Rondo-Schlucht zu bezwingen. Eines der letzten großen, kann man sagen, eines der letzten großen alpinen Herausforderungen im Wildwassersport. Wir haben es dann auch nicht geschafft, die Rondo-Schlucht zu meistern. Wir hatten zu viel Wasser. Es war einfach nicht möglich, weiter durch diese Wassermassen zu paddeln, ohne dabei ziemlich sicher sein Leben zu verlieren. Deswegen hatten wir dann abgebrochen.
Es ist natürlich auch schön, wenn man seine Leidenschaft weitergeben kann, gerade auch an junge Menschen. Und so haben wir in Pakistan unsere komplette Ausrüstung einer wohltätigen Organisation gespendet, die dann jetzt mit den Jugendlichen und Kindern dort auch Kajak fahren geht. Und so hoffen wir, dass vielleicht ein Funken unserer Leidenschaft auch überspringt zu diesen jungen Menschen. Die nächste Expedition führt das Adidas Sigline Team ins Herz von Sibirien, ins östliche Sajan-Gebirge. Die wilde malerische Gegend liegt in der Nähe des Baikalsees, dem größten See der Welt. Diese Expedition haben wir genannt Into the Unknown, also in die Ungewissheit. Grund dafür war, weil wir uns nicht sicher waren, wie diese 16 Tage sich verhalten werden, ob wir dafür auch wirklich gut genug vorbereitet sind. Weil 16 Tage wirklich mal unabhängig zu sein, war für uns schon noch eine neue logistische Herausforderung. Wir wussten nicht viel über die Gegend. Wir haben so viel wie möglich recherchiert, aber am Ende sind wir in einen Teil der Welt aufgebrochen, über den wir so gut wie nichts wussten. Für diese 16 Tage hatten wir natürlich nur minimale Ausrüstung mit, weil ein Hauptteil der Ausrüstung bestand aus Nahrungsmitteln. Und so haben wir natürlich bei der Bekleidung unheimlich gespart. Und das war eigentlich auch interessant zu sehen, mit wie wenig Kleidung man eigentlich auch auskommen kann. We got into a similar sort of situation. In Sibirien sind wir in eine ähnliche Situation gekommen wie in Grönland. Wir landeten mitten in einem Schneesturm und wir waren ja eigentlich auf Sommer eingestellt. Letztendlich hatten wir Glück, dass wir unsere Kajakausrüstung dabei hatten. Denn die Hosen und Jacken sind ziemlich dick, so konnten wir uns warm halten. Wir haben uns in einer Jagdhütte Feuer gemacht und sind zufällig auf ein paar Jäger gestoßen, die uns mit frisch geschossenem Rehfleisch versorgt haben. Nach 3 Tagen hatten wir den Schneesturm überstanden und das Wetter klarte auf. In Sibirien hatten wir uns überlegt, das Ganze mal anders anzugehen. Und zwar wollten wir uns nur mit unserer eigenen Kraft bewegen. Das heißt natürlich, das Paddeln machen wir schon aus eigener Kraft, aber auch das Fortbewegen am Land. Und so haben wir uns dort die Flüsse alle zu Fuß erarbeitet. Das heißt, wir sind einen Hauptfluss, den Kitoi, gepaddelt und alle Zuflüsse zu diesem Hauptfluss dann von der Mündung hochgelaufen, so weit, wie wir es eigentlich konnten oder für sinnvoll erhalten haben. Oft legen wir mit Samtgepäck auf unserem Rücken einen ganzen Marathon zurück, nur um zum Fluss zu gelangen. Und wir sind durch die Menge eingeschränkt, die wir auf unserem Rücken tragen können. Daher stellen wir sicher, dass wir nicht zu viel mitnehmen und wenn es hart auf hart kommt, wiegen wir alles und sorgen dafür, dass das Gewicht gleichmäßig auf die Gruppe aufgeteilt wird. Der harte Anmarsch zahlt sich aus. Sibirien entpuppt sich als wahres Kajakparadies. Uns hat auch sehr die Qualität des Wildwassers beeindruckt in Russland. Es waren einfach tolle Stromschnellen, perfekt geformte Wasserfälle. Also es ist viele fahrbare Schwierigkeiten, die wir paddeln konnten. Und das hat uns auch dazu bewegt, dass wir eigentlich wieder nach Sibirien reisen möchten.
Es gibt auf der Welt noch viele Flussgötter zu entdecken. Das Adidas Zigline-Team wird weiter nach ihnen suchen.